Nein, bevor wir aufnehmen. Warte. Ja, ich hab's schon gedrückt. Alles cool. Dem Himmel sei Dank. Wir fürchteten, wir hätten unseren Mentor die Laster der Großstadt verloren. Meine eigenen Laster reichen mir völlig, grazie. Also, was führt euch her, Ezio? Erzählt mir mehr über die Templer. Ihr nennt sie Byzantiner, doch das Byzantinische Reich ging vor 60 Jahren unter. Diese Männer gehören einer Linie an, die dem letzten Kaiser treu blieb, Konstantin dem XI. Wer sie jetzt führt, kann ich nicht sagen. Verstehe. Dann liegt es wohl an mir, es herauszufinden. Ezio, wo ist eure Hakenklinge? Meine Hakenklinge? Kennt ihr nicht? Ich wuchs mit ihnen auf. Zeigt mir, wie sie funktioniert. Als wärst du nie weg gewesen. What a timing. Hätte ich mir die Hände gewaschen, hätte es wahrscheinlich nicht hingekommen. Also. Sie sind gewaschen, schausnass. Also ich muss sagen, Hakenklinge, movement-technisch. Schon, ich erinnere mich gar nicht an das Ding irgendwie. Weiß nicht. Kannst du mit halt Ledges greifen. Stellt euch die Hakenklinge als verlängerten Arm vor, Ezio. Richtig. Ja, zack. Ich erinnere mich gar nicht. Aber ja, cool. Ach, ich hab nicht Hakenklinge gedrückt. Nee, scheinbar nicht. Ach, ich kann einfach die Leiter springen. Ach ja. Oh, ein Datenfragment. Wahrscheinlich das einzige. Take it, but don't break it. Ja. Er findet seinen Waypoint nicht. Oh, guck mal, noch ein Datenfragment. Ihr glaubt, ich schaffe das nicht? Das mache ich mit links. Ah, jetzt weiß ich, auf welche Taste ich hab. Ah, ich bin so ein dummes Stück. Okay, cool. Ich sag jetzt nicht, dass ich gerade, wo ich die ganze Zeit hätte X drücken sollen, wo ich die ganze Zeit hätte B drücken sollen, X gedrückt habe und der Fallschirm aufgegangen ist. Ach, ich bin auch. Mittlerweile, du merkst halt echt, dass du super alt bist, ne? Wenn du unterschiedliche Konsolen spielst, Nintendo Switch und Xbox, und die halt unterschiedlich sind, so, ne? Ey, ich komm da in meinem Kopf nicht drauf klar. Das geht einfach nicht mehr. Ich verkacke da grundsätzlich. Schmutz, ey. Eine. Oh. Was ist denn? Hallo? Meine Fresse. So. Und auch in dieser Folge muss es droppen. Einfach mit 6. Seht zu und lernt, Ezio. Wir nennen es den Hakenlauf. Prescht auf den Gegner zu und wenn er ihn erreicht, schlüpft mit der Hakenklinge vorbei. Völlig sinnlos, aber macht Sinn. Schahane! Das letzte Mal, dass wir das gemacht haben. Ja, wahrscheinlich. Davon ausgehen. Aber volle Sinn, was soll ich sagen? Die typische osmanische Hakenklinge besteht aus zwei Teilen. Haken und Klinge. Ihr verwendet das eine oder das andere. Ein tolles Ding. Wie wäre es mit einer echten Prüfung? Hm? Na bene, gehen wir. Ein Turm mit weniger als 60 Sekunden erklimmt, das sollte machbar sein. Wenn ich nicht zugucken muss. Nein. Was hab ich getan, dass ich so leide? Habt ihr Spaß? Tick-Tack.
Genau so. Lass die Hakenklinge die Arbeit machen. Die Hakenklinge. Mach die Arbeit. Die Technik, Thaddäus, die Technik. Den Arbeit die macht Böhle. Hängt euch richtig Nein. rein. Oh, du hast gesagt, wir fahren nach Disneyland. Nein, ich habe gesagt, nur einen Ort, den Walt Disney unterstützt hat. Hoppla hopp. Family Guy. Willkommen in Konstantinien, Ezio, dem Schmelztiegel der Welt. Zahllose Generationen beherrschten diese Stadt, doch keiner unterwarf sie. Sie erholt sich immer wieder. Sie scheint ein gutes Zuhause zu sein. Das stimmt. Machen wir ein Rennen? Mit so einem ganz alten Mann Rennen starten muss. Ja, ne? Und das mit 60. Ah, guck mal. Hagel. Hagel gefunden. Mensch. Hagelkörner? Ach ja, genau. Hier muss man ja linken Stick drücken zum Synchronisieren. Nicht B. Oder Y. Sondern linke Analog-Stick. Ah, nein, ich weiß das. Ich bin beeindruckt, Yusuf. Das würde den Brüdern in Rom gefallen. Lobt nur, wenn es angebracht ist. Yusuf, Çabuk Burege! Hä? Angriff von zwei Seiten, Galatown, großer Bazar. Jeden Tag dieselbe Mühsal. Habt ihr Appetit auf ein Geplänkel? Ich tue, was ich tun muss. Guter Mann. Habt ihr Appetit auf ein Geplänkel? Ich tue, was ich tun muss. Nicht ganz bei Trost, der Alte. Er hat gerade gesagt, der Alte. Naja, 60. Ist er des Laufens müde, schwingt sich der Assassine in die Lüfte. Passt auf! Und wir haben es noch gar nicht erwähnt, aber auch das trifft hier natürlich zu. Der wunderschöne Soundtrack. Hört ihn euch an. Guckt euch währenddessen den Sonnenuntergang an. Ein Templerspeer. Und dort noch einer. Seht zu. Assassinen! Hilfe! Wie praktisch, dass der andere da auch stehen wird. Yay! Also beide ausrauben. Lucky Ass. Da, wo Tauben sind, kannst du springen. Wir müssen uns nun trennen. Ich gehe zum Bazar, ihr bleibt hier. Seht ihr diesen Turm? Sie, die Galata-Feste. Evet, ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein, doch dank euch muss ich das nicht. Heide Raskele. Stimmt. Kommandant. Ich habe keine Fallschirme mehr. So. Bune Bühe, Sheriff Usta. Ist Yusuf bei euch? Ein Angriff in der Stadt erfordert sein Eingreifen. Wie ist unsere Lage? Wir schlugen die Vorhut zurück, doch sie werden sicher mehr Truppen senden. Sind eure Männer schon wieder kampfbereit? Jetzt sind sie's.
Guck mal, Tower Defense spielen. Ach ja! Stimmt. Daran erinnere ich mich. Das war witzig. Verteidigung der Feste. Ich habe es nicht viel gespielt, aber es war witzig. Ja, auch nicht. Aber es war witzig, das stimmt. Komisch, ne? Dass man irgendwas eigentlich ganz cool findet, das aber nicht so häufig macht. Ich glaube, die Rewards waren halt nicht so geil irgendwie, ne? Ja, genau. Und Moral! Platziert euch dort! Platziert euch dort! Verteidigt das für mich! Wartet dort! Er ist schon sehr bestimmt, unser Ezio. Nein, das stimmt. Platziert euch dort! Platziert euch dort! Naja, Barrikade regelt. Ja, wo kommen sie angerannt? Platziert euch dort! Platziert euch dort! Boom, boom, boom. Das ist aber auch egal, wie die halt einfach stumpf geradeaus rennen. Oh, links und rechts neben mir sterben Freunde. Egal. Du hast einen Marschbefehl. Halte dich an ihn. Okay. Oh nein, tot. So, kann ich jetzt die Assassinenführer hinsetzen? Platziert euch dort! Verteidigt das für mich! Weil anstatt das hier vorne hinzuhauen, nein, das kommt hier hin. Ich will diesen geilen Trötengeräusch irgendwie haben, als irgendwas. Ich weiß nicht was, aber ich will ihn haben. Lalo. Ja! Verteidigt das Gebiet. Noch mehr Templer nähern sich Hannes. Verteidigt das für mich. Wie viel? Ich habe den Namen vergessen. Wie heißt die nochmal, die Währung?
Akche, du farmst. Ja, ne? Jetzt richtig schweres Geschütz, die Boys. Abfahrt. Ihr müsst diese Stellung halten. Verteidigt das Gebiet. Ziel darauf. Platziert euch dort. Ist schon sehr Babu-mäßig wie Ezio, das halt einfach alles dirigiert und administriert und sagt, los, da, platziert euch dort. Platziert euch dort. War das Ende verloren? Hab ich gar nicht so richtig mitgekriegt. Hab ich auch nicht mehr gebrochen. Dieses. Entweder macht dein Internet einen harten Abgang oder meins? Gebt Bescheid, wenn die Templer sich sammeln. Yusuf und ich sind dann bei der Bazarfeste. Nehmt eine Fähre über den Hallitsch. Es ist der schnellste Weg auf die Halbinsel. Ist da jemand müde? Ein bisschen. So. So, dass ich einigermaßen schlafen kann, ey. Es ist so viel wert. Oh, jetzt ist aber wieder gut. Ich hatte es gerade auch ziemlich grisselig, so die Übertragung, aber jetzt ist wieder super. Oh, verzeiht. Ich bin euch im Weg. Ich gehe. Guck mal, wir können renovieren. Ich erinnere mich. Aber unser Einkommen ist schon auf 1500. Alle 15 Minuten stehen. Diese gut. Ist auch nach wie vor so ein geiles Feature, wenn du einfach passiv quasi Einkommen hast. Ich wünschte, das wäre in meinem Leben auch so. So, alle 15 Minuten, mir würde ein Huni reichen. Mir würden 50 Euro reichen. Müssen wir den Kanal doch anfangen zu monetarisieren. So. Was ist das hier für eine Nachricht? So, was haben wir denn jetzt noch hier auf der Agenda? Nichts außer das. Sehr schön. So, dann machen wir die Mission noch. Dann zum Weg. Guter Gott! Euch nicht halten! Stark, hier rüber. Dann geh ich halt. Ja, ich geh. Bruder, ich muss los. Weil du ja nicht nur gehst, sondern auch kraxelst und kletterst und anderen geilen Schiss sprintest. Genau das. Guck mal, seine Fahrtskasse. Jetzt ist es meins. War nur Lammblut. Lammblut. Ja, wer kennt's nicht? Wir müssen einmal rüber. Schwimm. Schwimm. Schöne Nebel. Ezio, begrüßt meine neuen Freunde. Bonjour. Du hast ja komische Freunde. Ja, wie den Kopf zertreten. Ihr kämpft, als kämpft ihr zu spät zu eurer Hochzeit. Sie. Um etwa 25 Jahre. Ich kam zu spät zur Bazarfeste. Welch Unglück. Doch nun, da sich mein Heer verdoppelt hat, holen wir sie uns zurück. Hier entlang.
Wenn die Templer einen Bezirk übernehmen, stellen sie den Sieg zur Schau, hängen Banner auf und knechten die Händler. Es ist ein ständiger Kampf, sie in Schach zu halten. Und sie reiben uns jeden Sieg unter die Nase. Sie sind ziemlich dreist. Warum toleriert der Sultan das? Sultan Bayezid ist weit weg, Ezio. Er führt Krieg gegen Selim, viele Fersan nordwestlich der Stadt. Er war seit Jahren nicht mehr hier. Mindestens seit dem Erdbeben. Vielleicht sogar noch länger. Er ist blind für diese Tumulte. Aber eure Augen sind offen, See. Hemmende Fall, Tashigibi. Glaubt mir. Okay. Nur komische Wörter, der Boy. Alle sind hier reich. Nicht so schnell, frecher Diankina! Dafür wirst du gepäht! Wache! Der macht sich an meine Pause ran! Wache! Zu viele für den direkten Angriff. Ich bezweifle, dass uns hier eine Rauchbombe hilft. Rauchbombe? Ezio, es wird Zeit, dass ihr Italiener das 16. Jahrhundert erreicht. Diese hier vernebeln nicht. Sie lenken ab. Ja, na los, weiter so! Seht ihr? Unwiderstehlich. Gehen wir. Ihr steckt voller Überraschungen heute. Sprengstoffe sind unser neues Steckenpferd. Wir borgen sie uns von den Chinesen und nutzen sie nun mit Leidenschaft. Das müsst ihr mir zeigen. Wer ist der Mentor hier, Ezio? Das frage ich mich langsam. Ich merke gerade, dass wir seit ungefähr 2 Minuten gemutet waren. Wieso? Weil ich vergessen habe, die Knöpfe wieder zu drücken. Dummer Mensch! Nun ihr, macht mich stolz. Ach, kaboom! Nach Kaboom! Der voll in die Menschen nimmt. Maschallah. Explosion oder was? Oder was? Da gehen sie. Ja, Moment. Schnell, wir sind fast da. Ja, halt kurz aus. Arabisches Pulver, perfekt. Einfach. Passives Einkommen. Quasi verdoppelt, was wir insgesamt haben. Das ist noch eine unserer Festen. Von Templern besetzt, wie ihr seht. Da irgendwo in dem Mob steckt der Templerhauptmann. Tötet ihn. Dann erklimmt ihr den Turm und gebt das Leuchtsignal. Kennen wir doch irgendwo her, oder? Das sagt den Templern. Schon mal mitgemacht. Dass es Zeit ist zu packen und zu gehen. Bene, ihr sorgt für die Ablenkung. Ich schick sie nach Hause. Ja, nach Hause. Let's go to the mall. Today. Das war böse. Ezio, hierher. Wenn die Templer eine unserer Festen erobern, untersteht sie einem ihrer Hauptmänner. Durchsucht das Gebiet, dann seht ihr ihn vielleicht wie einen Pfau umherstolzieren. Habe ich gefunden. Easy. Setzt eure legendären Sinne ein, Ezio, und sucht die Straßen ab. Dann findet ihr euer Ziel. Ist er doch. Oh!
das Bäuchlein rein. Schrauben weisen auf Kanten hin. Scheiße. Wer wird denn da gleich fluchen? Hat's nichts dabei gehabt. Danke. 900. Alter. So. Richtiger Rich Boy. Richtig, und hier ist noch ein Schatz, den müssen wir natürlich auch noch hier mitnehmen. Crazy. Krähenfüße. Die armen Krähen. Noch so ein Söldner, denke ich. Die armen Füße. Nirgendwo hin. Ist der davon gekommen? Ja. Ich kann nicht in die Waagerechte sehen. Nein! Ich hab ihn hier drüben! Aua! Oh, yeah. Da! Verliert ihr dich schon wieder! Was soll's denn heißen? So cool, wie die Stimme so ein bisschen dumpf ist, weil er so weit weg ist. You know. Ich glaube, das liegt daran, weil der einen Hut auf hat. Ein Hut. Ich hätte erst synchronisieren sollen, Gottverdammt. Ich weiß jetzt nicht, ob er wieder runterspringt. Oder nicht. J sei es gedankt. Ah, synchronisierter Aussichtspunkt. Im nördlichsten Kaiserbezirk keine Konflikte auslösen. Hä, hab ich noch nicht. Naja, kann man sich drüber streiten. Sequenz 2 beendet. Gut. Es gibt sehr seltsame Aktivitäten im Animus. Ja. Digga, wie lang dieses Messer ist, ne? Aber ja. Der Systemmonitor schlägt regelmäßig aus. In der Nase rum. Manchmal bis zu 85%. Ist das ernst? Ich bin nicht sicher. Desmonds Werte sind stabil. Tja, wenn nichts kaputt ist, sollten wir auch nichts reparieren. Ist was dran. Easy. Boah, ich brauch einen Trick. If it ain't broken, don't fix it. Ja. Never change a winning team und so. Ja. Desmond, was hältst du davon? Was, wenn ich mit dir käme? Mit mir? Wohin? Es könnte klappen. Für eine Weile. Bis ich einen Ausweg finde. Einen anderen Körper vielleicht, oder? Was weiß ich? Ich will bloß nicht mehr hier sein. Das wird nicht gehen. Tut mir leid. Nein. Schätze, ich hatte meine Chance. Und hab's vergeigt. Standen Sie sich nah? Aber nur ein bisschen. So, damit machen wir einen Cut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.